Radio Freiburg. Wir bringen das Hörbild Ein Schwarzwälder Glücksritter in Amerika. Die Abenteuer des Dorus Cromer im Wilden Westen. Mit originalen deutschen Auswandererliedern aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Tränen hab ich viele, viele vergossen, dass ich scheiden muss von ihr. Doch mein lieber Vater hat es beschlossen, aus der Heimat wandern wir. Heimat heute wandern wir, heut auf ewiglich von dir. Drum ade, so lebet wohl. Drum ade, so lebet wohl. Lebet wohl, ihr meine Rosen im Garten und ihr meine Blümelein. Darf euch jetzt nicht pflegen und warten, denn es muss geschehen sein. Liebe Blümlein, trauert mit mir, heute scheide ich von ihr. Drum ade, so lebet wohl, drum ade, so lebet wohl. Als Grund meiner Auswanderung wüsste ich eigentlich nichts Triftiges anzuführen, eher das Gegenteil. Hatte ich doch neben meinen zwei älteren Brüdern auf unserem großen Hof eben erst mir ein eigenes Haus zu bauen unternommen, die Steine dazu selber gebrochen und auch sonst das Nötigste auf den Platz geschafft und mich obendrein mit dem Gedanken getragen, trotz meiner jungen Jahre mich bald mit einem Mädchen aus dem Dorf zu verheiraten und auf eigenem Grund zu werken und zu wirtschaften. Nun rumorten zwar das vor wenigen Jahren erst entdeckte Goldland Kalifornien und die märchenhaften Geschichten darüber in vielen Köpfen und eine unternehmende Jugend gärte. Aber wenn die Alten da wieder wehrten und warnten, solange einer in der Heimat Besitz oder Auskommen hatte, so ließ man es bei Ärmeren gelten, wenn sie sich in der Ferne ein besseres Leben zimmern wollten. Oder hieß es sogar gut. Ich aber war ein unruhiger Kopf voll Unternehmung und so bedurfte es nur eines kleinen Zwists mit meinem älteren Bruder, dass mein Entschluss fertig stand. Nach Amerika. Mit Mari, meiner Verlobten, die mir vertraute, war ich schnell einig. Wir wiederholten und beteuerten uns das Versprechen, wonach sie mich in einigen 3 oder 4 Jahren zurückerwarten durfte, wie auch ich sie noch als die meine zu finden hoffte. So hatte ich nur noch im Dorfe Abschied zu nehmen, zuletzt den schmerzlichen und wehmütigen von meiner kranken Mutter, deren Liebling ich war. Dass dies der Abschied fürs ganze Leben sein sollte, mochte die Gute fühlen. Ich tröstete sie in ihren Tränen und wurde doch der eigenen kaum Herr. Dann trat ich in den Morgen hinaus. Es war am 6. November 1851. So beginnt das Buch Die Amerikafahrt, das der Sohn unseres Helden Heinrich Ernst Cromer getreu nach den Tagebuchaufzeichnungen seines Vaters Dorus herausgegeben hat. Es handelt sich um einen wahrheitsgetreuen Bericht über den neuen Kontinent aus jener Zeit, in der auch Karl May seine ungleich berühmteren Sagengestalten Winnetou und Old Shatterhand auftreten lässt. Es war kurz nach der so unglücklich verlaufenen Badischen Revolution. Zigtausende von Bürgern und armen Leuten verließen das Land. Die einen, weil sie sich in ihrem unternehmerischen Drang von den verstaubten Gesetzen des Feudalismus behindert fühlten, die anderen, weil ihnen in ihrer Not kein anderer Weg mehr blieb, als auszuwandern. Dieser Weg oder einer der Wege führte damals vom südlichen Schwarzwald über Lenzkirch und Ebnet nach Freiburg. Von dort mit der Bahn nach Kiel und Straßburg, dann weiter nach Paris bis zu dem Hafen Le Havre.
Drei Tage nach unserer Ankunft in der Stadt lief dort aus New York ein französischer Segler mit etwa 2 Dutzend Amerikamüden ein. Darunter ein älteres Ehepaar, Schneidersleute aus dem Württembergischen, die uns auf den ersten Blick als deutsche Auswanderer nahmen. Schau mal an, Segelstift dort einen. Wo? Da, die schleppt jetzt gerade hier da. Ist das unseres? Ja, bitte. Da wollen wir einmal fragen, wo es herkommt. Vielleicht aus Amerika? Kann sein, kann aber auch witzig. Das schaut da. Warum lachst denn du da? Da schaut doch die Leute dort am Bord. Wo? Ah, jetzt sehe ich sie. Du, die schauen gerade wie Schwoben. Eben, ja, komm. Wie die angezogen sind. Ja, komm, wir fragen sie mal, wo sie herkommen. Die Wette kommen aus Amerika. Aus Amerika? Ja. Hey Doris, Vater! Na, liebe Freigettle, was ist doch auf uns, ihr Koffer? Ihr Koffer! Ja, wir werden ja unsere Zeit so mit Kohlsäcken. Ihr Franzosen. Franzosen, Amerikaner, ist alles euch Händel. Ja, seh ich recht. Ja, guck mal, da stehen ja Deutsche. Ah, die wollen bestimmt nach Amerika, die arme Vervierte. Ihr Liebelein, die wollen nach Amerika. Da kommen wir gerade her. Aus New York kommen wir. So eine grässliche Stadt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Lehnt euch gut raten. Geht gleich wieder heim her da. Geht doch zurück, wo ihr hergekommen sind. Wo sind wir her? Schwarzwälder sind wir. Schwarzwälder? Ja, was suche ich denn hier in Amerika? Das ist euch ein Land des Amerika. Nein, man kann es nicht glauben. Zu den Geil sagen sie Hose, zu den Strümpf, Stockings. Und zum Unterrock sagt man Piedigott. Und zum Muttergottes kannst du gar nicht beten, die versteht sowieso kein Deutsch. Alles schwätzt Englisch drüber. Denkt auch schon, die kleinen Kinder schwätzen Englisch. Man kann es nicht verstanden. Ihr liebe Leute, gehen nur wieder heim. Weil ihr in Zeugen. Oh, ja, Leute. Ihr könnt es sonst glauben, meine Frau hat recht. Komm mal! Das ist furchtbar in Amerika. Das ist ganz furchtbar. Von wegen Club dem Land und so. Das ist der Dreckland. Stehlen denen sie und rauben. Wir haben fast alles verloren. Gerade, dass wir noch das Leben behalten haben. Oma, sie glauben sowieso nicht. Sie werden schon spüren. Wir wollen heim, sonst nichts. Mann, hast du die Kopf? Ja, ich sag's euch. Leute, wir haben es erfahren da drüben. Lieber das Leben behalten und darüber daheim, als der Thomas Stell. Ich sag's euch, hier hat sich ein kommst jetzt! Komm, Kernbold, wir gehen ein trinken. Der Unterrock heiße Büdig und der Sonnenblödsinn. Du, Doris, meinst du, das ist wirklich so schlimm zu Amerika? Ah, lass doch die Leute schwätzen. Aber sag mir denn nichts zu den anderen. Sonst wären die vielleicht gar noch abspenstig gemacht. Also weißt du, Doris, manchmal meine ich, du bist ein ganz Fanatischer. Wollt uns doch daheim so gut herkennst. Jetzt gehen wir zuerst einmal zu den Elsässern. Die versteht uns wenigstens, wenn wir den Rot bestellen. Die Zahl. Birti, ein Fleisch auf dem Rot. Schon da? Doris, komm, warst du im Hafen? Setz dich her. Erzähl. Ja, jetzt warten wir mal. Birti, 2 Fleisch auf dem Rot. Ja, also, mein Gott, ich nehme das. Ja, jetzt. Jetzt müssen wir mal hören, was Neues gibt. Oh, ein Stiegele Elsässer-Käse können wir noch haben. Und ein wenig Frischbrot. Das wäre ja, bei Gott. Ja, können wir mal. Schön. So. Für da, ist eingeschenkt. Sag ich. Also, aufs schöne Amerika, Herr Bund. Ja, ich bin Amerika. Wir reisen nach Amerika, ihr lieben Freunde allbekannt, reicht euch zum letzten Mal die Hand. Wir sehen uns nun nimmer mehr, doch weinet nicht mehr allzu sehr. Die Pferde sind schon angespannt, wir reisen in ein fremdes Land. Wir steigen in das Schiff hinein und fahren in das Meer hinein. Wenn sich das Schifflein, Schifflein schwingt, so fahren wir mit Gottes Wind. Jetzt sind wir schon in Baltimore und strecken unsere Hand empor und rufen laut Victor.
jetzt sind wir in Amerika. Amerika, du schönes Land, bist auf der ganzen Welt bekannt. Dort wächst das Korn drei Ellen hoch, da gibt es Brot und Fleisch genug. Wir waren 485 Reisende dritter Klasse und 5 zweiter, erster keine. Während der Überfahrt begaben sich an Bord 3 Geburten, 7 Kinder aber starben. Sonst herrschte die ganze Zeit die beste Gesundheit. Wir hatten 3-mal Sturm zu leiden und mussten dabei jedes Mal 30 bis 36 Stunden in unser Verdeck hinab. Dann wurden beide Zugänge geschlossen und zugenagelt, denn das Wasser ging oft haushoch über das Schiff weg und spülte, was nicht nied- und nagelfest war, fort. Am Nachmittag des 24. Dezember wies eine unheildeutende Wolke aus Nordost, dass Sturm im Anzug sei. Und schon um 6 kam Befehl, dass alle Reisenden sich in ihr Verdeck zu begeben hätten und die Zugänge wurden geschlossen. Bis auf das Sturmsegel wurden alle übrigen eingezogen. Der vom Kapitän verkündete Sturm tobte dann auch mit voller Macht und die getürmten Wellen klatschten Schlag auf Schlag übers Verdeck weg und spielten mit dem schweren Schiff so ohne Erbarmen, dass die meisten Reisenden ihr Ende vor sich glaubten und ihre Zuflucht zum Gebet nahmen, während ich mich Englischstudien widmete. Mein liebes Jesulein, dass du schon vor 1000 Jahren die Menschen vom Seelentod erlöst hast. Erlöse auch uns, der Sünder von dem Himmel. Ach du mein liebes Jesus. Ja, schau nur den alten Spitzbüro. Es fallen da seine Sünden ein. Und der Jesus soll dir helfen. Halt's Maul, ja, lass den Mann doch beten. Was sagst du da drin? Du bist vielleicht auch so ein Spitzbüro. Lass den Mann beten, hab ich gesagt. Ach, alter Ach du liebe Jesu, Doris, meinst du, wir werden untergehen mit dem Schiff? Aber ein Ross heißt gar nicht Hase auf Englisch. Da heißt Horse. Heilige Maria, Mutter Gottes. Doris. Und ein Unterrock heißt gar nicht Bürtigott. Da heißt Petticoat. Das ist natürlich kein Wunder. Als diesen Schwaben soll Amerika wegen Spanisch vorkommen, wenn die auf ihren Ohren hocken. Ja, der Sturm wäre sehr mitgekämpft, aber die Luft da unten, die Stallluft, da muss ein ja schier dran versticken. Auge, verdammt! Das hast doch nicht Luft, Doris. Du weißt doch, sie haben alles zugenagelt. Herrschaft, zeigen, dass der Bang der Nile Eis ist. Lass das Kind in Ruhe, du gottloser Narr! Ach du mein liebes Jesulein, behüte uns Sünder, gerade unser, du bist im Himmel. Ach, liebes Jesulein, behüte uns vor Untergang und vor dem Sturm. Lieber Gott, bitte für unser Erlöser. Der Sturm dauerte 3 Tage. Es folgte eine noch schrecklichere Flaute, in der wir Mangel an Trinkwasser litten. Am 7. Jänner endlich erhob sich aus Nordwest ein, wenn auch nicht ganz günstiger Wind, doch einer, der unser Schiff aus seiner unheimlichen Ruhe weckte und uns auf die lästige Hitze eine frische Brise brachte, die uns wieder belebte. Die Fahrt ging ihren früheren Gang und schon hieß es, wir kämen in einigen Tagen in Neu-Orleans an. Als wir aber in der Nähe waren, wie wurden wir wieder enttäuscht. Wir näherten uns dem einmündenden Mississippi.
Da erhob sich nochmals ein Sturm, und um nicht Reisende und Schiff in letzter Minute zu gefährden, wie der Kapitän sagte, ließ er es am 14. Jänner von der drohenden Stelle entfernt halten, von wo wir dann ziemlich weit verschlagen wurden. Das raubte uns eine weitere Woche, bis wir die schon zuvor erreichte Stelle wiedergewannen, von wo aus wir noch gegen 120 Meilen den Mississippi hinauf zu fahren hatten. Das war nun freilich angesichts des ersehnten Landes eine schöne Fahrt. Wir sahen zu beiden Seiten des mächtigen Flusses die prachtvollsten Anlagen, namentlich Obst- und Ziergärten, die eben von reifen Früchten vollhingen, aber auch Blumen zeigten, wie wir sie in gleichen Mengen und Farben nie gesehen hatten. Knotige Schwarzwälder, wir mit unseren Waldgläsi und Heidel- und Rekolderbeeren. In Neu-Orleans kamen wir am 23. Jänner 1852 glücklich an, nach achtwöchiger Reise nur zu Wasser. Welcher Jubel, endlich in Amerika zu sein und auf festem Boden. Aber unsere Freude trübte sich durch die Trennung von manchem guten Menschen und durch die Ungewissheit, der wir einer wie der andere entgegengingen. Es hat ein Bauer zwei Söhne erzogen und ein braves Töchterlein. Er teilte mit ihnen sein Vermögen, gab der Tochter auch ein Teil. Der erste sprach, jetzt reis sie fort, jetzt reis sie aneinander. Jetzt reis sie aus dem Land Europa und geh nach Amerika. Ist er also im gelobten Land angelangt, unser Held. Er hat Geld von zu Haus, ungleich dem Dutzend Schwarzwälder Reisegefährten, deren magere Mittel von den Kosten für die Überfahrt aufgezehrt wurden. Gutmütig organisierte er ein Fuhrwerk, mit dem die Auswanderer in eine deutschstämmige Siedlung gelangen, wo sich Dorus und sein Freund Kernbold für $10 pro Tag als Farmarbeiter verdingen. Zum Vergleich: der Transport von New Orleans bis Victoria, so heißt die Siedlung, kostete $88. Lohn sehen die beiden freilich keinen, denn der Farmer, ein Sachse, erweist sich als ebenso unfähig wie brutal. Als die beiden kündigen wollen, jagt er sie davon. Das Pech klebt den beiden an den Sohlen. Nacheinander erleiden sie Schiffbruch mit einer Ziegelei und einem Holzhandel. Als sie sich aufs Heufahren verlegen, für kärgliche $30 die Woche, wütet bereits die Cholera im Land. Auch in Neubraunfels, einer deutschen Siedlung mit 300 Seelen, wo die beiden Freunde mit Taglöhner arbeiten, ihr Leben fristen, fordert die Pest zahlreiche Opfer. Dorus,
Hey, da bin ich. Thomas, ich habe Post für dich. Gib her. Es ist gewiss von deiner Liebsten, hä? Mhm. Mein lieber Thomas, allerwill freue ich mich von Herzen, wenn ich einen Brief bekomme von dir. Der Bäcker Karli schreit schon immer von weitem Post von Amerika. Und immer schreibst du so gut. Jetzt freue ich mich schon, wenn du den Brief bekommst. Aber ich auch weiß, dass es lange dauern wird, bis er übers Meer und durch das fremde Land zu dir kommt. Aber ich bin auch traurig, weil ich dir mit diesem Brief eine traurige Nachricht bringen muss. Es ist nämlich deine liebe Mutter heimgegangen zu Riedern am Wald. Am 13. März ist sie verschieden. Du hast mir gesagt, dass sie dich immer sehr lieb gehabt hat. Sie hat auch immer zu dir gehalten, wenn die Leute spotten über dich als Amerikaner. Und ist fest dabei geblieben, dass du zurückkommst, so wie ich auch. Deine liebe Mutter war immer stolz auf dich, weil du immer geschrieben hast. Und sie hat sich nie was anmerken lassen, was ich vielleicht nicht könnte, wenn ich meine Kinder, die wir in Gottes Namen haben werden, in der Fremde gewusst hätte. Es war deines Vaters Wunsch, dass ich dir schreibe, und ich habe es damit getan. Ich weiß, du wirst es wacker tragen und hoffe auf dein Glück und meins, wenn du heimkommst. Viel Glück in Gottes Namen, deine Mari. Und hoffe auf dein Glück und meins, wenn du heimkommst. Viel Glück in Gottes Namen, deine Marie. Ist etwas passiert, Thomas? Die Mutter. Ich erfuhr danach auch vom Tod der Bekannten, die von der Cholera inzwischen weggerafft worden waren. So nahm ich es als Glück und guten Wink auf, als tags darauf ein Bekannter mir mitteilte, dass schon den nächsten Montag ihre 5 Fuhrleute nach Indianola führen und ob ich nicht Lust hätte mitzugehen, was ich kurz entschlossen versprach. Zu dieser Fahrt hätte ich eine damals herrschende Sitte oder bösen Brauch mitzuteilen. Sobald die Fuhrleute ihre Ladung aufgenommen hatten, wurden die für sie selber nötigen Lebensmittel davon weggenommen. Kartoffeln, Mehl, Butter, Eier, Salz, Wein, Branntwein. Und wie die Dinge heißen mochten. Was der eine nicht auf dem Wagen hatte, führte der andere und teilte es mit. Die Fuhrleute führten sämtliches nötige Werkzeug, Säge, Stemmeisen, Bohrer, Hammer bei sich. Wo an Weinfässern Spund und Zapfen versiegelt waren, wurde ein Reifen zurückgeschlagen, die Daube dort angebohrt und wenn etliche Flaschen abgezapft waren, ein Holzpfropf ins Loch getrieben, und der Reifen wieder an seine Stelle gebracht. Zucker- und Kaffeesäcke wurden aufgeschnitten und hernach wieder zugenäht. Der eine Amerikaner hatte da 2 große Fässer voll Branntwein geladen. Da fiel mir das Los zu, 8 Liter davon abzuzapfen. Die Flaschen wurden ganz mit Wasser gefüllt und ins Spundloch des Schnapsfasses hineingesteckt, mit der Öffnung nach unten. Das Wasser floss, weil es schwerer war, langsam in das Fass. Der Branntwein stieg gelblich, wie ich deutlich sah, in meine Flaschen. Das Fass war wieder voll, wie zuvor. Und der Schnaps jedenfalls noch stark genug zum Trinken für Käufer wie Säufer. Also kein Nachteil dabei. Dass es die Fuhrleute damit so hielten, wusste jeder Kaufmann und schrieb es nicht auf die Verlustseite. Als wir am letzten Tag der Fahrt, einem Sonntag, 2 Meilen vor Neubraunfels, einige Stunden Halt machten, kam unter anderen Bekannten der Fuhrleute auch Kernbold. Aber zu meinem Erstaunen ohne Berthold Günther. Ich rief ihm von Weitem zu, wo ist Berthold? Da kam er heran und sagte traurig, Berthold ist gestorben. Worauf ich denn die Tränen nimmer verhalten konnte und erst recht seiner Worte beim Abschied gedenken musste, komm auch gesund wieder.
ob er wohl damals seinen frühen Tod ahnen mochte oder eher meinen befürchtete. Er war ein herzensguter, braver Junge gewesen und mir lieb wie ein Bruder. Erwähnen möchte ich noch, wie wir anfänglich in Neubraunfels unsere Sonntage verbrachten, wo uns keine Arbeit hinhielt. Da wohl eine katholische Kirche, das heißt ein aus Brettern erstellter Rohbau vorhanden war, aber kein Geistlicher ansässig und nur alle 3-4 Wochen ein solcher von San Antonio kam und Gottesdienst hielt, so gingen wir sonntagmorgens in der Prärie spazieren. Weißt, Doris, manchmal denke ich ans Sterben. So viel sind gestorben in dem einen Jahr, wo wir da sind. In dem Sau-Amerika. Wo es nicht einmal ein Gottesdienst hat am Sonntag. Nur so blöde Rennviecher. Ich möchte nicht sterben an der Cholera wie die anderen. Und auch nicht in Amerika. Ich möchte daheim sterben. Du stirbst doch nicht. Und mit einer richtigen Beerdigung. Wenn ich dran denke an der gotteslästerliche Mummenschanz, die sie da treiben. Weißt du, was? Stiefeli muss sterben, ist noch so jung, Stiefeli muss sterben. Hör auf, ich kann es nicht mehr hören. Das war doch auch nur ein Scherz, Gernbold. Scherz nennst du das? Ich habe ja auch Heimweh, Gernbold. Aber sterben will ich auch nicht. Du, Doris, du hast leicht zu schwätzen. Du hast Geld, du hast da Geld und dann hast du daheim Geld. Aber ich hab keins. Ich hab keins da und hab keins daheim. Ich bin verratzt und kann mich vor, wenn ich mich zurück. Ja, meinst du, ich, Gernbold? Meinst du, ich lasse mich verspotten, der Amerikaner, wenn ich heimkäme und nichts hätte, wenn das Geld vom Vater durchgebracht und Brot sitzen lassen, zum Gespöpp der Leute, hä? Nein, Gernbold. Ich gehe nicht zurück. Sogar wenn ich heimgehängt hätte. Jetzt sind wir einmal da und wir sind ja freiwillig da. Und jetzt packen wir es an und wenn wir heimkommen, sollen wir immer sagen, schau her, da, der Amerikaner. Nein, wir sollen sagen, schau, da kommt der Amerikaner. Der reiche Amerikaner. Verstehst du, Gernbold? Der reiche Amerikaner. Wie willst du reich werden unter dem Gaunachsindel? Muss ich dir nur den letzten Blechnapf unter dem Arsch wegstellen? Ist der Empress vielleicht reich geworden, hä? Nein. Er liegt jetzt hier unter dem Boden. Und nicht einmal in seinem Heimatboden liegt er. Es war die Cholera, die ihn umgebracht hat. Die amerikanische Cholera. Und Caroline? Es liegt auch da unten. Und es war eine Klapperschlange, die sie umgebracht hat. Eine amerikanische Klapperschlange, Doris. Zwölf waren wir, die nach Amerika sind. Und jetzt? Jetzt sind wir zwei bald die Letzten. Und am Ende liegen wir auch da unten. Und das Rindvieh stampft über uns drüber. Das amerikanische Rindvieh, Doris, so ist doch. Es würde mich nicht einmal wundern, wenn wir so enden wie unser Isidor. Unser Gauner und ein Messerstecher. Und auf einem Spitzbuben Halunke hier in Amerika. Der Isidor. Der fechtige Isidor von Birkendorf ist auch ein anständiges Mann. Ist mir schon zu, als man zu einem Erfolg kommt. Nein. Wir sollten auf Kalifornien, ins Goldland. Ins Goldland?
Nein, Doris. Ich bin treu mit dir gegangen, durch dick und durch dünn, durch Sturm und übers Meer. Aber hierhin bringst du mich nicht mit Zeros. Da krabbeln die Diebe und die Mörder ja wie die Ameisen umeinander. Ach, so schlimm wird es jetzt auch wieder in Zeit, Kernbold. Ich meine halt, viel schlimmer, weder als wir es hier erlebt haben. Da kann es ja gar nicht mehr kommen. Also Doris, bevor ich den anderen Gang durch Hyro die ändern. Siehst du, Kernbold, und Sel möchte jetzt halt ich wieder rit. Schon allein wegen meiner Amari daheim jetzt. Ja, Doris. Soll das heißen, dass wir. Dass wir scheiden müssen? Tja, wenn du mich jetzt so fragst. Dann sieht es fast dann auch aus, Kernbold. Nächste Woche geht ein Dreck durch auf Indianola. Da wollte ich ja eigentlich schon mit. Zeit unseres Aufenthalts war Texas ein Sklavenstaat. Nur ein Viertel der Bevölkerung waren freie Weiße. Ich kannte Farmer mit vielen Hunderten von Morgenlandes, bei denen Tausende von Negern als Sklaven dienten. Diese wurden aber vielfach besser gehalten als da und dort weiße Dienstboten, die frei waren. Ganze Negerdörfer sah ich auf Farmen, wo die Häuser für die einzelnen Familien in Reihen gebaut waren, stadtähnlich. Inmitten dieser Bauten erhob sich das Wohnhaus des Eigentümers oder seines Verwalters. Jede Negerfamilie konnte nach Bedürfnis Schweine, Vieh, auch Geflügel halten und schlachten. Die übrigen Lebensmittel wurden ihnen zur Genüge geliefert, auch Kleider nach Bedarf. Mit solchen Sklaven hatten die Eigentümer nicht die Unannehmlichkeiten des Weglaufens wie bei weißen Dienstboten. Alle waren folgsam, arbeitsam und in hohem Maß zufrieden. Viele wollten, als sie später von der Regierung der Vereinigten Staaten für frei erklärt wurden, nicht von ihren Eigentümern weggehen. Baten sogar, man möge sie behalten und weiter für sie sorgen wie bisher. Und vielfach geschah dies auch. Man zahlte ihnen Löhne, gewährte ihnen die gesetzlichen Freiheiten oder ließ sie sogar, was bis dahin nicht geschehen war, in allem unterrichten. Man hatte wohl da und dort einen besonders gelehrigen Sklaven im Lesen und Schreiben, vornehmlich aber in Sprachen unterrichten lassen, dies aber zum Vorteil des Eigentümers, der ihn entweder im eigenen Geschäft verwendete oder zu hohem Preis verkaufte. Ich lernte auf dem Schiff von Neu-Orleans nach Texas einen 20-jährigen Neger kennen, der geläufig Deutsch, Französisch und Englisch sprach. Und nicht lange hernach in Neu-Orleans auf offenem Markt um 5.000 Dollar von den Eltern und Geschwistern weg an einen amerikanischen Kaufmann in Houston verkauft wurde. Dort sah ich in Gegenwart von Deutschen verschiedene solche Versteigerungen, wo 300, 400 solche Sklaven, Männer, Weiber und Kinder, einzeln oder in Familien ausgeboten und dem Höchstgebot zugeschlagen wurden. Die Auftritte dann, wenn Eltern von den Kindern oder Kinder von den Eltern wegverkauft und weggebracht wurden, im Bewusstsein einander vielleicht nie wiederzusehen, kann man sich vorstellen. Während des Kaufs wurden die ausgestellten Sklaven auf jede Art betastet und untersucht, wie Kuh, Ochs oder Ross auf dem Viehmarkt. Es war eben ein Kaufgeschäft. Es gab da Sklavenhalter, die ihr Eigentum unmenschlich behandelten, schlecht nährten, notdürftig kleideten, über ihre Kräfte zur Arbeit zwangen und beim geringsten Vergehen prügelten, in Zwangsjacken steckten, tagelang in glühender Sonne an Pfosten festbanden, ohne Essen oder Getränke, und die scheußlichsten Missetaten an ihnen verübten. Ergriff solch Misshandelter, was bei diesen Eigentümern oft geschah, die Flucht, so wurde auf ihn Jagd gemacht, wobei sogar Unbeteiligte zur Mithilfe gezwungen werden durften. Der Eingefangene wurde so misshandelt, dass mancher vorzog, sich das Leben zu nehmen. Und wehe dem Weißen,
der sich bei solcher Jagd weigerte, mitzutun. Der konnte gewärtig sein, erschossen zu werden. Auch mir drohte diese Gefahr einmal. Doch wurde jener Sklavenhalter zuvor auf geheimnisvolle Weise noch ums Leben gebracht. Es fand sich bei solchen Verhandlungen kein Gericht, das den Missetäter schuldig gesprochen hätte. Also immer Freispruch. Das war eben Gesetz oder eher Gewohnheitsrecht. Mittlerweile hat Doros Freund Kernbold geheiratet. Doros selbst berichtet von zahlreichen Versuchen der holden Weiblichkeit, ihn, den stattlichen Schwarzwälder, in häusliche Bande zu legen. Damals herrschte Männermangel in Texas. Es wimmelt jedoch auch von anderen Gefahren. Moskitos, giftige Spinnen, Alligatoren, ein Schiffsbrand, betrunkene Iren, die unseren stolzen Schwarzwälder verprügeln, die Cholera, die ihn mehrfach einholt, auf dieser Irrfahrt über Havanna und Panama bis auf die Westseite des Kontinents. Wir liefen am 12. Januar 1854 morgens 5 Uhr durch das Goldene Tor in den Hafen von San Francisco ein. Ich kann das Gefühl nicht schildern, nach zweimonatlicher Reise den so ersehnten Bestimmungsort betreten zu können. Ich begrüßte die Ankunft vor allem deshalb, weil ich endlich wieder zum Arbeiten kam und auf Glück und redlichen Gewinn hoffen durfte. Meiner Braut meldete ich die glückliche Ankunft in Kalifornien, berichtete ihr über die lange Reise und versprach weitere Nachricht, sobald ich einen Ort zu längerem Bleiben und zum Arbeiten gefunden hätte. Im Goldland angekommen, ist unser Held völlig abgebrannt. Er hat sein heimatliches Vermögen im Glücksspiel verloren und muss bei einem anderen Deutschen Geld leihen, um sich auszurüsten. Offenbar verfehlt das ehrliche Auftreten des erst 21-jährigen Schwarzwälders nicht seine Wirkung. Landsleute halten zusammen in dem fremden Land, wo Betrüger und Schufte so zahlreich sind wie die Flöhe, die den Amerika-Fahrer ebenfalls arg plagen. Mit einem deutschen Kameraden macht sich Doros Kromer auf die Suche nach dem glänzenden Metall, wie tausend andere, die das Land des Kaisers von Kalifornien, seines Landsmanns aus Kandern, überschwemmt haben. Unser Platz trug gut ein. Wir konnten das geliehene Geld schon Mitte Juli zurückzahlen, ich auch die von Peter Haug erhaltenen $100, die ich mit Zins dem Herrn Jochum in Sonora gab. Wir arbeiteten weiter bis Ende August. Da wir aber von einer oberhalb unserer Grube arbeitenden 6-Mann-starken Russengesellschaft schikaniert wurden, die nach unserem Platz trachtete, wollte mein Teilhaber nicht länger bleiben. Wir drehten den Russen eine Nase, indem wir unser Besitztum in aller Stille verkauften, und zwar um einen geringen Preis. Mein Kamerad zog nach Norden, ich aber kaufte in Jacksonville bei 5 Irländern den 6. Anteil einer Goldgrube für $400, und zog schon am 3. September mit Sack und Pack auf, mein Glück dort zu suchen. Es trug mich indes. Nach einigen Tagen fand ich, dass der Platz viel weniger trug als der, den wir so wohlfeil verkauft hatten. In der Hoffnung, ihn dem Eigentümer zurückgeben zu können, schützte ich Krankheit vor und bot einen Neukauf von $200 an. Der Mann schlug das ab, und um nicht alle $400 einzubüßen, musste ich wieder ans Werk und dem an meiner Stadt eingestellten Arbeiter für 6 Tage auch noch $30 Lohn zahlen. Meine schlaue Kur hat mich also ohne Doktor gesund gemacht, aber drum nicht billiger. Wir räbbelten nun im alten Trott weiter, indes ohne sonderlichen Gewinn, bis wir am Neujahrsabend vom Hochwasser des Flusses aus unserer Grube vertrieben wurden und die Arbeit einstellen mussten. Auf den günstigen Verkauf dieses Platzes erwarb ich die von Stedman's Bar nach Blue Gulch führende Wasserleitung um $3.300. Das Wasser wurde an die der Leitung entlang arbeitenden Grubenbesitzer käuflich abgetreten, nicht allzu teuer, doch brachte mir's schönen Gewinn.
Ich konnte darüber Verlust und Widersach von früheren Tagen recht wohl verschmerzen. Nun war freilich das Geld aufhäufen und erscharren nie mein erstes Ziel gewesen. Aber ich wollte die schweren Jahre in Amerika nicht vergeblich durchgemacht haben, sondern mich in der Heimat als Mensch zeigen können, der sich sein Leben gezimmert hatte und in Ehren. Und ich fühlte jetzt erst recht die Freude, damals nach dem Schiffsunfall in Havre nicht wieder umgekehrt zu sein, trotz der Unglückseule von Schwäbien und dem Gejammer vieler Mitreisender. Nun, Frau Gevatter, sind wir da in dem gelobten Lande. Nun sind wir in Amerika, worauf mein Mann so brannte. Nun, wie gefällt es Ihnen hier? Ach Gott, es gefällt mir gar nicht in dieser Mördergrube. Ach, wären wir zu Hause noch in unserem lieben Sachsen, dort war es schön und man sah doch noch auch Bäume und Kräuter wachsen. Man hatte seine Freunde dort, der Sachse ist ein Mann von Wort und alter deutscher Treue. So sprachen's unsere Männer nicht, als sie so dämlich waren, ob wir wollten oder nicht, mit uns hierher zu fahren. Ach Gott, wie führ ich gern zurück mit meinen Kindern, denn das Glück hier will ich jedem gönnen. Ja, Frau Gevatter, das ist wahr, man möchte fast vergehen. Nun kann man schon ein ganzes Jahr nicht mehr zur Kirche gehen. Ja, sehen Sie meine Finger an, vom Graben und vom Haken. Ach, sehen Sie nur, hier ist mir dran, sogar das Herz gebacken. Gestorben wär in Sachsen ich, hätt ich an einem Tage mich, wie hier so klagen müssen. Ach, denken Sie, was gestern früh für einen Schreck ich hatte. Da sitzt doch so ein großes Vieh, so eine Hiesgeratte auf meinem Bett und glotzt mich an. Ich glaub, ich hätte ihr was getan. Sie hätte mich gebissen. Und die Kinder wachsen auf wie das Vieh, wer soll sie unterrichten? Was sie gelernt, verlernen sie von Gott und Menschenpflichten. Sagt jedes sich von Hausen los, weil jedes von früh bis abends bloß muss hacken, graben, jäten. Nun hören Sie, Frau Gevatterin, wir wollen uns vereinen. Wir wollen mit verstörtem Sinn, mit Schmeicheln, Schmollen weinen. Solange an unsere Männer gehen, bis sie es klar und deutlich sehen, dass wir zurückkehren wollen.
einigen Stellen hatten wir recht wechselnde Erfolge, konnten aber im Ganzen zufrieden sein. Mancher Gewinn wurde uns indes, wie noch vielen Goldsuchern, auch durch Diebe geschmälert. Die pflegten mit seltener Findigkeit den Boden mit stählernen, dünnen Stangen zu untersuchen. Ein bestimmter Klang dieser Stäbe zeigte Gold an, die Diebe gruben es aus und solcherweise hat mancher Goldsucher sein 3 oder 4 Fuß tief verstecktes Gold oder Geld, das er in seiner Hütte ungefährdet glaubte, eingebüßt. Frecher wurden eines Tages mein Kamerad und ich beraubt. Der Dieb schnitt unser Canvas-Haus, ein Zelthaus also, auf einer Seite auf, durchsuchte drinnen alles, warf es durcheinander und ließ eine Uhr, einen Revolver und etwas Goldstaub, etwa $12 wert, mitlaufen. Das andere Gold im Werte von $600, das ich in einem halbgefüllten Sack unter Kartoffeln versteckt hatte, scheint er dort nicht vermutet zu haben, und so blieb es bei uns. 6 Wochen später sah ich meine Uhr im Laden eines deutschen Uhrmachers aushängen. Ich konnte die Nummer und besondere Einzelheiten ganz genau nennen und bekam so die Uhr zurück. Der Uhrmacher hatte sie von einem ihm unbekannten Chinesen gekauft und musste sein ausgegebenes Geld hinterhaben. Dem schlimmeren Versuch eines Raubüberfalls sind Ruck, Teschel und ich nur durch einen glücklichen Zufall entkommen. Hätte ich mir träumen lassen sollen, ich müsste einst meine Lebensrettung einer Maus verdanken, und doch muss ich das heute glauben, wenn ich nicht alles, was geschieht, dem Zufall ankreiden soll. Wir wohnten damals in einem Canvas-Haus in einer ausgebeuteten Goldgrube, beiläufig 400 Meter von anderen Goldgräberhäusern entfernt. Da wir uns vor Räuberbesuchen auf den ersten hin, der uns gemacht worden war, nicht sicher glaubten, niemanden aber auch noch das Handwerk erleichtern wollten, hatten wir die Innenseiten der Wohnung etwa 12 Fuß hoch mit Brettern gesichert. Nicht aber das Dach. Eines Nachts, es war am 14. November 1858, kam der Besuch. Wir lagen im Schlaf, aus dem ich durch das Nagen einer Maus in einer neben meinem Bett stehenden, mit Zeitungen und Kartoffeln gefüllten Kiste, die zuunterst aber auch mein Gold enthielt, aufgeweckt wurde. Es war um 3 Uhr morgens. Ich schlief nicht gleich wieder ein und hörte nun, als das Rascheln der Maus ein wenig aussetzte, ein verdächtiges Geräusch. Es nahm sich aus wie das Schleißen von Tuch, kam aber stoßweise, gleichsam vorsichtig. Ich griff nach dem neben dem Bett hängenden Stutzen und dem Revolver und gedachte aufzustehen und Ruck, Teschel, der schnarchte, leise zu wecken. In diesem Augenblick gewahrte ich, wie in der Ecke des Daches das Tuch Zoll um Zoll aufgeschnitten wurde. Ich sprang auf die Füße und schoss das Gewehr nach der Dachecke ab. Ruck, Teschel fuhr auf. Draußen aber hörte ich jemand herabspringen und davoneilen. Da es uns zweifelhaft war, ob es der Räuber nicht mehrere waren, hielten wir uns ruhig und beschlossen, erst gegen Tagesanbruch nach dem Rechten zu sehen. Da fanden wir dann die Tür von außen zugebunden und als wir herauskamen, das Tuch ringsum aufgeschnitten, auch am Dach 2 Fuß lang. Der Räuber hätte sich vermutlich ins Innere herabgelassen und um die Nachbarschaft nicht durch Schießen aufzustöbern, uns mit dem Dolch kalt gemacht. Auf den Täter konnten wir bald raten. Eine Woche später stieg er bei einer alleinhausenden Französin, die ein Kosthaus führte, durch ein Fenster und stahl ihr vor den Augen die Geldbörse mit $83 und entfernte sich. Da er den nackten Dolch in der Hand hielt, machte in ihrer Todesfurcht die Frau erst Lärm, als der Räuber längst das Weite genommen hatte. Dieser Räuber scheint seine beiden Überfälle schlau vorbereitet zu haben. Am Sonntag, 3 Tage vor dem Besuch bei uns, erhob er die Miete bei der Französin, die in seinem Haus ihr Geschäft betrieb. Dabei entdeckte er, dass die Frau das Geld aus ihrem Schlafzimmer holte. Er eignete sich inzwischen den Schlüssel zum Schlafraum an und entfernte einen Fensterriegel, um dort ungestört einsteigen zu können. Hernach suchte er bei mir ein $20-Stück zu wechseln und konnte dabei beobachten, dass ich mein Wechselgeld unterm Kopfkissen hervorholte und den Beutel wieder dorthin legte. Auch mochte ihm bekannt sein, dass ich fast jede Woche von den dort herumhausenden Goldgräbern Gold aufkaufte, dass er nun in meinem Zelthause leicht zu erbeuten hoffte,
da die Bretterwände noch nicht errichtet waren. Am Tage nach seinem Geldwechsel besorgten wir es aber. Er hätte jene Nacht über 4.000 Dollar Goldeswert bei mir gefunden. Und wie der Kampf geendet hätte, war auch zweifelhaft. Wir brachen das Haus sogleich weg und erbauten ein besseres zwischen denen anderer Goldgräber. Dieser gefährliche Geselle war der in der Gegend wohnende Franzose Yvan Fulaire. Die eigenen Landsleute sagten ihm 7 Raubmorde auf den Kopf zu, konnten ihn aber nicht durch hinreichende Zeugen vor Gericht überführen. Bei seinem Treiben mochte er sich leicht tun. Er war als Goldgräber allgemein bekannt, schlich sich als guter Freund in jede Gesellschaft ein, erlauschte, welche Plätze Gewinn abwarfen und wo das Gold verkauft wurde, wusste also, wo er erfolgreich zugreifen konnte. Und dies umso mehr, da er von öfteren Besuchen hier die Gewohnheiten der Leute kannte. So hatte er sich bei einer Gesellschaft von 20 Chinesen ins Vertrauen geschlichen, von denen 2 eines Sonntags mit dem unter der Woche ergrabenen Gold, etwa 800 Dollar, nach dem 3 Meilen entfernten Chinese Camp gingen. Eine halbe Meile von dem ziemlich einsamen Ort erstach Fulaire die beiden, ließ die Leichen liegen und verabredete darauf, mit einem anderen Franzosen ein Zusammentreffen in der Nähe des Mordplatzes, wo sie dann wie zufällig die Toten fanden und den anderen Chinesen davon Kunde brachten. Fulaire begleitete diese sogar an den Fundort. Doch erregte sein erheucheltes Bedauern dort nur ihren Argwohn, den sie ihm frei kundtaten. Gerichtlich konnten sie ihn bei alledem nicht fassen. Doch hassten und mieden sie ihn seither. Etwa ein halbes Jahr später brachte er 2 Irländer in ihrer einsamen Hütte ums Leben, wieder bei Chinese Camp, wo sie Gold verkauft hatten. Es war am 18. Mai. Ich wollte bei diesen eine Schaufel entlehnen, fand aber auf mein Klopfen und Rufen niemand vor. Dagegen erregte mir ein ungewohnter Geruch Verdacht. Ich öffnete die seltsamerweise von außen gesperrte Tür und stieß zu meinem Schrecken auf einen Toten, der kniend mit dem Oberkörper übers Bett hinlag, dann auf dem Feuerplatz, auch den 2., noch mit einem Bündel Reisig in der Hand. Ich schloss die Hütte wieder und trieb die Nachbarschaft zusammen, auch der Richter von Chinese Camp wurde benachrichtigt. Bis dieser kam, hatten sich schon an die 300 Goldgräber auf dem Platz eingefunden. Die Leichen waren schon ziemlich in Verwesung übergegangen, der Tod durch Stiche in den Rücken erfolgt. Alle Werte fehlten, ausgenommen 2 Unzen Goldstaubs in einem Schächtelchen. Die Hütte wimmelte von Aasfliegen und Ungeziefer, und so wurde sie niedergebrannt und die Überreste der Ermordeten in einem Sarg verpackt und auf dem katholischen Gottesacker von Chinese Camp begraben. Wegen Mangels von Zeugen unterblieben jedoch Untersuchung und Sühne. Schwerer Verdacht fiel erst Monate später auf Fulaire, als wieder ein Franzose, der mit ziemlich viel Geld hatte in die Heimat zurückkehren wollen, im eigenen Haus ermordet und beraubt gefunden wurde. Fulaire aber in jenen Tagen immer bei ihm gesehen worden war. Seine Landsleute bezichtigten ihn offen dieses Mordes und mieden ihn alle. Verdächtig hatte er sich besonders dadurch gemacht, dass er sonntagnachmittags immer in der Stadt die Stellen aufsuchte, wo zu sehen war, wer Gold verkaufte und wie viel. Dort hatte nämlich jeder freien Zutritt. Dabei mochte ihm auch kund geworden sein, dass ich jeden Sonntag bis 2.000 Dollar Goldstaub in die Münze San Franciscos brachte und andern Sonntag den Wert geprägt abholte. Der Versuch, uns in unserem Zelthaus abzutun, war missglückt, und so versuchte er es bei mir im Freien allein und lauerte mir eines Sonntagabends auf. Ich war von Chinese Camp, wo ich mein Geld in Empfang genommen, auf dem Heimweg, als sich im Camp Salvador, einer kleinen Goldgräbersiedlung, Fulaires Hund von Dutch Bar, meinem Wohnort, herkommen sah. Das Tier lief an mir vorbei,
Dass ich langsam weiterging, überholte es mich wieder und ich schloss daraus auf die Nähe seines Herrn. Mit schussbereitem Revolver in der Hand musterte ich jeden Busch und jede Stelle des Weges, wo er sich verborgen halten konnte. Da kam er in etwa 400 Schritt Entfernung in der Mitte des mit Gebüsch und großen Steinen besetzten Fußwegs zum Vorschein, und zwar laufend, als hätte er's eilig. 10 Gänge vor ihm wich ich oberhalb des Pfades 3 Schritte zur Seite, zielte auf ihn und gebot ihm, so schnell wie möglich seines Weges zu gehen. Ich schösse sonst. Er wollte hören, warum ich ihm drohe, da er doch mein bester Freund sei. Das wisse er besser als ich, bedeutete ich ihm und hieß ihn gehen. Bei dem nächsten Haus stieß ich auf Franzosen und fragte, wann Fulair bei ihnen vorbeigegangen sei. Vor 2 Stunden, hieß es. So lange also hatte er mir aufgelauert. Ich konnte von Glück sagen, dass sein Hund ihn mir verraten hatte. Von diesem Tage an ging ich nie wieder den Weg allein. Im Jahr 1856, wo ich in Moklum Hill weilte, geschah dort ein furchtbarer Mord. Eine deutsche Metzgerfamilie, Mann, Frau und 3 fast erwachsene Kinder, wurden nach hartem Kampf getötet und das namhafte Geld geraubt. Die Leute hatten ihr Geschäft verkauft und wollten andern Tags nach Deutschland zurück. In der Nacht vor der Abreise wurden sie in ihrer Wohnung von 3 Mexikanern überfallen. Wohl kamen ihnen Nachbarn zu Hilfe, aber die Bluttat war bereits geschehen und das Geld weg. Die Täter erkannte man zwar als Mexikaner, musste aber zusehen, wie sie auf ihren flinken Pferden entkamen. 2 Sheriffs und 2 Polizisten verfolgten sie von Ort zu Ort. 3 Tage nach dem Mord kamen sie nach Camp Salvado, wo größtenteils Mexikaner wohnten, hinter ihnen her die 3 Verfolger, die in Chinese Camp erfahren hatten, die 3 seien vor 2 Stunden Camp Salvado zu durchgeritten. Ich war mit einem Bekannten gerade in der Gegend und wir eilten des Ausgangs neugierig den Verfolgern nach. Halbwegs Camp Salvado hörten wir einen Schuss. Auf den 2. und 3. sahen wir aus einem Trinkhaus einen Mexikaner in den nahen Buschwald hinüberwechseln, einen 2. auf uns zu. Etwa 10 diesem nachgesandte Schüsse gingen fehl. Im Trinkhaus dann fanden wir den Sheriff von Moklum Hill tot am Boden. Einer der Mörder verbarg sich in einem Zelthaus, um das es sogleich ein wütendes Hin- und Herschießen gab, bis man es niederbrannte. Der Mörder war indessen unbemerkt in die nächste Hütte entwischt. Als auch die angezündet wurde, kam er mit brennenden Hosen hinter einer Kiste hervor und feuerte aus 2 Revolvern, doch ohne zu treffen. Dann stürzte er, da alles auf ihn schoss, unter 30 oder 40 Kugeln zusammen und bekam, als er mit glimmender Kleidung aufgehängt war, noch einige Dutzend in den Leib. Seine Mordgesellen konnten aus Kalifornien entfliehen und man verlor ihre Spur. Wenn ich noch einer Untat gedenke, mit der ich in Berührung kam, sei gesagt, dass ich zwar nicht gerade furchtsam war, aber auch nicht der Abenteuer wegen, wie man glauben möchte, das Goldland zum Ziel genommen hatte. Aber wer keine Abenteuer suchte, den fanden sie umso gewisser. Man konnte ihnen sozusagen nicht entgehen. Meine Begegnung zum Beispiel mit Ivan Fulair hatte ich wahrlich nicht gesucht. Ich will berichten, wie ich ein letztes Mal mit ihm zusammentraf. Die Französin, die ich bereits erwähnte. Ihr Mann war Goldgräber gewesen, geachtet und allgemein beliebt. Eines Tages fand man ihn in seiner Mine ermordet und nahm seinen Landsmann Ivan Fulair für den Mörder. Nur war ihm nichts zu beweisen. Die Witwe, eine etwa 27-jährige, unternehmende und entschlossene Person, hatte anfangs in einem Hause Fulair seine Kostgeberei betrieben, sie dann aber nach der Beraubung durch den eigenen Vermieter in ein Blockhaus verlegt, das sie sich gekauft. Das ist wohl alles bereits erzählt. Ruckteschel und ich folgten ihr als Gäste dorthin, ebenso andere Goldgräber, auch eine Anzahl ihrer Landsleute, darunter Fulair.
Aus Furcht vor seiner Rache wagte die Wirtin jedoch nicht, ihn des Hauses zu verweisen. Sie redete aber kaum das Notwendigste mit ihm und das nicht einmal in ihrer gemeinsamen Sprache, sondern Englisch. Wir beide besaßen das Vertrauen der sonst sehr vorsichtigen Wirtin und dies schließlich so weit, dass sie uns einen Teil unserer Goldausbeute verwahrte. Ich gab ihr den meinen immer in einem versiegelten Wildledersäckchen. Wo sie die Sachen, bis wir sie fortbrachten, verwahrte, war uns unbekannt. Wir glaubten aber alles in sicherer Hut und im besten Versteck. Die Frau hielt sich zu ihrem Schutz einen großen Hund mit Namen Napoleon, der ihr überall hin folgte und in seiner Wachsamkeit sogar, wenn wir etwa auf dem Weg zur Goldstelle dort vorbeikamen, uns aus dem Innern der Hütte sein Gebell oder doch ein warnendes Knurren nachschickte. Bei Tag trug sie einen Revolver im Gürtel. Zwei hatte sie im Schlafraum überm Bett hängen und darüber einen mächtigen alten Kürassiersäbel. Diesen hatte ihrer Erzählung nach ein Onkel von ihr getragen, der noch mit Napoleon nach Russland gezogen war. Sie hatte die Waffe und ein Bildnis des Kaisers zum Andenken nach Kalifornien gebracht und im Schlafzimmer aufgehängt. Nun ging ich eines Morgens ziemlich früh mit Rucktäschel zur Goldstelle, jeder mit seiner Flinte, da wir noch auf ein Stück Wild anstehen wollten. Da befremdete uns plötzlich etwas. Madame Dorette! Hey! Madame hey. Dorette! Du, da wehrt sich ja kein Mensch, du! Hey, das stimmt doch jetzt nicht. Das ist jetzt einmal komisch. Hopp, mach aber auf, doch, was war denn? Jesus, Maria und Josef. Heiland, Sakrament, nochmal, was ist nicht das? Die Hure, sieh dich, oh verdammt. Hast du ihn schon mal gesehen? Drinnen am Boden, unter der Fensterbrüstung, lag ein Mann mit gespaltenem Schädel, aus dem blutiges Gehirn herausquoll. Die rechte hielt eine Flinte, der Schuss hatte versagt, nur die Zündkapsel war abgebrannt. Vor ihrem Bett aber lag die Französin anscheinend tot. Sie hatte auf der Stirn eine lange, dicke Beule. Die Hand fasste den blutigen Kürassiersäbel. Madame Dorette, wachen Sie auf, Madame Dorette. Avant, avant. Also, der Puls geht ja noch. Schau du einmal nach dem Whisky. Ja. Da ist er ja schon. Ja, wie lange bist du da? Komm, nimm. Ja, ja. Jetzt kommt sie so langsam zu sich wieder, du. C'est fouleur. Weil du dir einfach nur einen kleinen Brummschädel hast, die sind unsere Französin. Ja, ruhig, Madame Dorette. Allez, les chercher. Das ist Ihnen ja nicht passiert. Ruhig, ruhig. Allez-y. Ja, ja, die Halunke werden wir schon kriegen. C'est fouleur. Allez le chercher. Kann du jetzt einmal nach einem Bult schauen? Na, Tete. Ah, weisst? Jesus, bin ich verschrocken. Schau mal da die grusige Hand. Ist der Franz, wenn ich mich bei Gott abverquert habe. Nicht nur, dass ich dem dreckigen Mexikaner den Schädel eingeschlagen hat. Es muss noch ein zweiter dabei gewesen sein. Und sei nicht jetzt nur mal eine Hand. An dem Ledergriff des Koffers hing wachsbleich eine blutleere Hand, hinter dem Gelenk abgehackt. Sie hielt krampfhaft die Finger um den Griff gekrallt, als wollte sie noch im Tod den Raub festhalten. Ach, du Hämmersjo. Glück. Ja, ja. Glück, was ich hatte, Russ. Du hast du gewusst, dass Madame Dorette unser Gold im Koffer versteckt? Na ja, aber ich hätte gern gewusst, wie die vermaledeiten Sierer drauf raus sind, wo es doch nur unsere Madame gewusst hatte. Die Teufel hier schmecken das Gold einfach. Ja, schmecken. Du, hast du den Napoleon gesehen? Der ist hier. Der ist vergift. Arms Tier. Jetzt nimm die Gold, komm, Guttäschel, und dann schauen wir, wo das einarmige Teufel geblieben ist. Es tut mir halt gleich. Ein Sell nach dem Fuller stinkt.
Wir machten uns auf die Fährte des Räubers, die sich in Blutstropfen im Grase zeigte, und fanden nach kurzem Suchen den Mann in einer alten Kiesgrube hinter einem Busch. Tot. Die Linke hielt den Stumpf des rechten Arms umklammert. Sie wollte das Leben festhalten, das im verströmenden Blut davondrängte. Der Tote war Yvan Fuller. Der in der Hütte liegende Räuber, ein Mexikaner. An ihnen hatte der Reitersäbel noch einmal seine Wucht bewiesen und zugleich gerechte Rache geübt. So, wie wir uns den Überfall zusammengereimt, schilderte ihn uns die Französin. Sie hatte Fuller, der den Koffer schon auf dem Fenstersims hatte, die Hand abgeschlagen. Der andere bekam den Säbel über den Kopf, als er ihr zugleich mit dem versagenden Gewehr einen Hieb versetzte, der sie bewusstlos machte. Wie die Räuber hinter ihr verstecktes Geldes gekommen sein mochten, blieb ihr ein Rätsel. Das Schicksal der beiden Räuber, besonders Fulers, schien allen Goldgräbern gerecht und verdient. Die Französin erholte sich völlig wieder, blieb aber, obschon ihr Geschäft jetzt erst recht gut ging, nicht mehr lange im Lande und kehrte nach Frankreich zurück. Freunde, bleibt hübsch im Lande und ernährt euch redlich dort. Im amerikanischen Sande kommt ihr noch weit weniger fort. Sonne auf den Pelz euch brennt, Plagen, die ihr hier nicht kennt, regnen dort auf euch herab, und das Geld ist dort auch knapp. Ließ mich leider auch verleiten, zog mit Weib und Kind dahin. 1000 Meilen musst ich schreiten, tat's mit unverdrossenem Sinn. Auf der Inneramerika sei im Wollen alles da. Ritter, Güter, klein und groß, nehme sich dort jeder bloß. Ach, wie soll ich es euch noch schildern, meine Täuschung, meine Not? Bei den schön geträumten Bildern fehlte mir das liebe Brot. Kläglich auf der Reise schon starb mein lieber kleiner Sohn, und mein Weib erkrankt und matt, fühlt sich des Lebens satt. Als nach Bremen wir gekommen, waren wir vor Kummer bleich. Alles, was wir mitgenommen, zahlten für die Fracht wir gleich. Und die Zahlung an dem Ort nahm den letzten Pfennig fort. Nackt und kahl wie ein Felsenriff stiegen wir hinein ins Schiff. Eingepresst im engen Raume lagen wir zu Hunderten da, und behext vom argen Traume glaubten wir die Hilfe nah. Hunger, Durst und Übelkeit, Ungeziefer wie geschneit, quälten uns bei Tag und Nacht, hätten uns fast umgebracht. Endlich nach viel trüben Tagen, Sturm, Verzweiflung, Ungemach, schien die Rettungsstund zu schlagen, nahte der Erlösungstag. Fröhlich jauchzend hieß es da, wir sind in Amerika. Und die eingepresste Brust hob sich voll erneuter Lust. Statt uns freundlich zu empfangen, wie wir töricht gedacht, wurden wir mit bleichen Wangen noch tapfer ausgelacht. Ach, es weiß der liebe Gott, wie vom Hohn und kaltem Spott unser armes Herz zerbrach manchen, manchen sauren Tag. Freunde, lasst euch dringend sagen, bleibt in eurem Heimatland und ertragt mit Mut die Plagen,
die euch einmal schon bekannt. Glaubt mir, in Amerika sind noch größere Leiden da. Und wer Lust zur Arbeit hat, ist sich auch zu Hause satt. Als Zugewanderte und Nicht-Eingebürgerte hatten wir damals in Kalifornien und wohl auch in den anderen amerikanischen Staaten keine politischen Rechte. Empfanden dies indes nicht als Nachteil. Wir waren froh über unsere Zulassung zur Arbeit und Verdienst und über das Recht, uns in Gefahr und Not unserer Haut zu wehren. Es war dort auch wieder manches anders bestellt als in Deutschland und dünkte uns mindestens seltsam. So durfte zum Beispiel bei Wahlen jeder Bürger seine Stimme an so vielen Orten abgeben, wie er von Sonnenauf bis Sonnenuntergang reiten konnte. Wobei mancher an 10 bis 25 Orten rechtsgültig abstimmte. Andere Rechte wiederum wurden uns nicht beschnitten, freilich wohl unter Gewissen durch die notgebotenen Umständen. Goldgräberversammlungen konnten zum Beispiel auf ein frisch entdecktes Verbrechen hin ein Lynchgericht einberufen. Es geschah mir zweimal, in ein solches gewählt zu werden. Hier sollte ein Amerikaner wegen Mordes gerichtet werden, dort wegen Raubs ein Chinese. Bei solchen Verurteilungen wurden aber gesetzliche Vorschriften oder eingelebte Übung, die Gewohnheitsrecht geworden waren, eingehalten. Es wurde von der Goldgräberversammlung ein Gericht mit 12 Mann, Obmann und Gerichtsschreiber gewählt, der Ankläger gehört, Zeugen vernommen, alles zu Papier gebracht und hernach das Urteil, das einstimmig sein musste, bekannt gemacht und zugleich vollstreckt. Berufung gab es keine. Auch konnte gegen rechtmäßige Lynchrichter kein höheres Gericht nach der Ausführung des Urteils einschreiten. Ein junger Amerikaner hatte aus Übermut einen Chinesen auf offener Straße erschossen. Die Mutter des Mörders, eine sehr reiche Witwe, bot für den Freispruch $100.000. Aber der Verbrecher musste baumeln. Bei solchen Urteilen sprach eben in so unsicheren, gefährlichen Zeiten die Erregung und das Rachegefühl mit. Man sah nur zwei Dinge, Verbrechen und Sühne. Und so fiel das Urteil meist einstimmig aus. Vor einem ordentlichen Geschworenengericht wäre eine Bestechung, wie sie die erwähnte Witwe versuchte, eher möglich. Das heißt, die geforderte Einstimmigkeit leicht verhindert worden. Sahen wir doch einmal bei der Hinrichtung zweier ebenfalls reicher amerikanischer Mörder den Sheriff auch im Bund mit den Verbrechern. Der Spruch lautete, zwischen 11 und 12 Uhr müssten die beiden durch den Strang gerichtet werden. Vor Tausenden von Zuschauern hielten die Verurteilten Ansprachen an das Volk, während ihnen der Strick schon um den Hals lag. Aber so, dass er sich beim Sturz von der Leiter nicht zuzog, dies mit dem Einverständnis des Sheriffs. Beide fielen zu Boden und der eine zog die Uhr und rief, es sind 6 Minuten nach 12, wir sind frei. Jetzt aber drohten die erregten Zuschauer, den Sheriff selber aufzuhängen. Die Mörder kamen wieder in die Schlinge und nunmehr zu Tod. Eine weitere Wahl zu Lynchgerichten vermied ich später, indem ich den Goldgräberversammlungen fernblieb. Ein Bekannter pflegte sie Linsengerichte zu nennen, wohl im Scherz, oder er wusste es nicht besser. Es war aber üblich, dass wer von den Goldgräbern gewählt worden, die Wahl als Ehrensache betrachten und annehmen musste. Wem aber stand zu, über andere zu richten? Auf, ihr Brüder, lasst uns wallen, fröhlich nach Amerika. Unsere Schwestern sind schon drüben in Philadelphia. Denn die Freiheit ist verloren in dem ganzen Europa. Drum, ihr Brüder, lasst uns reisen nach Amerika. Seht, das Schiff ist schön gerüstet und der Schiffer, der steht schon da, dass wir können übersegeln nach Philadelphia.
Heut zum letzten Mal, ihr Brüder, sehen wir uns noch einmal. Doch wir sehen uns bald wieder in Philadelphia. Doris Kromer bleibt mit seiner Braut in steter brieflicher Verbindung. Er beschwört sie, doch nachzukommen. Sie schwankt, bereitet schließlich die weite Reise vor, um dann doch wieder davon abzustehen. Schließlich übergibt Doris seinem Bruder Donat, der ihm nachgereist ist, das einträgliche kalifornische Goldunternehmen und schifft sich nach New York ein. Dort trifft er einen alten Bekannten namens Ruckteschel, der in der großen Stadt zu Wohlstand gekommen ist. Dieser versorgt den Schwarzwälder mit Reiselektüre für die weite Schifffahrt. Selbst will er aber in Amerika bleiben. Bei meinesgleichen verstehe er die Rückkehr in die Heimat. Wer 10 Jahre lang einer Geliebten die Treue gehalten habe, obendrein in allen Fairnissen unter Goldsuchern, Räubern, Mördern und allen Sorten fremder Weiber, sei zwar ein unruhiger Irrwisch wie der griechische Odysseus, sehne sich aber nach so vielen Wagnissen und Irrfahrten natürlich wieder den Rauch aus dem alten Schwarzwaldhof aufsteigen zu sehen und die treue Penelope am Backofen zu finden. Ich stand da vor unbekannten Dingen und mag einfältig dreingeschaut haben. Wenigstens meinte jetzt Ruckteschel lachend: »Was staunst du, Barbar? Schau her«, sagte er, und brachte mir ein altes Buch, das er als angehender Student habe lesen müssen. Ich solle es mitnehmen. Es sei für die Langeweile meiner Seereise ein gutes Unterhaltungsmittel und passe für einen tapferen Bauern wie mich. Nun, unterhaltend war das Buch freilich. Ich kam zwar ob der vielen närrischen Namen und der unglaublichen Götterware mit ihren verzwickten Geschichten anfangs nur schwer hinein und fand mich nicht darin zurecht, legte es auch einige Male verdrossen beiseite mit Willen, nicht weiter darin zu lesen. Aber die Langeweile ließ mich wieder danach greifen und ich fand schließlich Spaß an dem krausen Wunderzeug und Gefallen an den Lügen und Listen und Aufschneidereien des herumstromernden Gesellen Odysseus und seiner Kumpane und nahm ehrlich teil an seiner Freude, als er schließlich Haus und Weib und Kinder wiederfindet und das Fresserpack hinausräumt. Es ist viel Erfahrung in dem seltsamen Buch. Und man kann sich allerlei Weisheit daraus hinter die Ohren schreiben. Ich las es drum mehrmals auf der Überfahrt durch, einen Vergleich mit mir und dem irrfahrenden Mann aber, wie Ruckteschel gemeint hatte, wollte ich nicht gelten lassen. Am 23. August, in der ersten Morgenfrühe, nahm ich von Frau und Kindern Abschied, war noch selbigen Tags in Paris und fuhr am 27. von Havre nach Hull in England, dann nach London und Liverpool, wo ich am 28. mittags 12 Uhr mit dem Dampfer Hecla über Queenstown in Irland nach New York abfuhr. Die Fahrt war furchtbar stürmisch, namentlich die ersten 3 Tage so, dass ich selbst harte Seeleute beten sah. Tränen hab ich viele, viele vergossen, dass ich scheiden muss von hier. Doch mein lieber Vater hat es beschlossen, aus der Heimat wandern wir. Heimat heute wandern wir, heut auf ewiglich von dir. Drum ade, so lebet wohl, drum ade, so lebet wohl. Lebet wohl, ihr meine Rosen im Garten, und ihr meine Blümelein, darf euch jetzt nicht pflegen.
liegen und warten, denn es muss geschehen sein. Liebe Blümlein, trauert mit mir, heute scheide ich von ihr. Drum ave, so lebet's wohl, drum ave, so lebet's wohl. Lebet's wohl, ihr grünen, blumigen Felder, wo ich manches Sträußchen band. Lebet wohl, ihr Büsche, Lauben und Wälder, wo ich kühlen Schatten fand. Berg und Täler, stille Auen, werd ich euch nimmermehr schauen. Drum ade, so lebet wohl, drum ade, so lebet wohl. Lebe wohl, so ruf ich traurig hernieder, rufst vom Berg hinab ins Tal. Heimat, Heimat, ich seh dich nimmermehr wieder, seh dich zum letzten Mal. Dunkel wird es rings umher, und mein Herz ist so schwer. Drum ade, so lebet's wohl. Drum ade, so lebe wohl. Jetzt beginne die zweite Amerika-Reise des Dorus Cromer. Doch seine Aufzeichnungen enden hier. Der sie bewahrt und als Buch herausgegeben hat, sein Sohn Heinrich Ernst Cromer, wird geboren, während der Vater zum zweiten Mal fern in Amerika weilt. In Riedern am Wald weiß heute nur noch einer vom ferneren Schicksal unseres Schwarzwälder Glücksritters zu berichten. Es ist der Lehrer, Maler und Heimatfreund Elmar Zimmermann, der die Biografie des gleichermaßen begabten wie unglücklichen Lieblingssohnes von Dorus Cromer, dem Amerikafahrer, geschrieben hat. Dorus Cromer war ein im Innersten zerrissener Mensch. Nachdem er nun seine Bürgermeistermarei geheiratet hatte und nachdem er ein hablichter Mann gewesen ist, ein für Riederner, für Schwarzwälder Verhältnis, ein ausgesprochen reicher Mann, der mit Bequemlichkeit, was seinen Gütern hätte sitzen können, hat er seine Frau ständig bearbeitet, mit ihm zu gehen. Sie hat sich geweigert, sie hat gesagt, hier sind meine Kinder. Ich möchte diesen Kindern hier eine Heimat geben. So ist er hin und her, ständig nach Amerika. Und in Amerika hatten wir das Heimweh getrieben. In Riedern, hier bei uns im Schwarzwald, hatten das Fernweh getrieben. Und so ist er hin und her getorkelt eigentlich. Ging immer wieder für Strecken nach Amerika, viermal, kam wieder zurück und wie seine Frau dann gestorben ist, übrigens das Verhältnis zu seiner Frau war ausgesprochen gut, die hatten ein inniges, ein ganz sympathisches Verhältnis, seine Frau hat Verständnis für ihn gehabt und für seine Schwäche, wenn man sie so nennen will, wieder nach Amerika zu gehen. Sie hat diesen Dorus, sie war ihm eine gute Frau, sie hat seine Kinder hier erzogen. Und wie die Frau dann gestorben ist, dann hat doch das Fernweh überwogen. Er ist wieder nach Amerika gegangen, hat dann dort noch schlimme Dinge erlebt, hat aber es zu einem großen Wohlstand gebracht. Und ein anderer Sohn ist ja dann auch nach Amerika ausgewandert, hat dort das Erbe seines Vaters übernommen. Kurz gesagt, Dorus Cromer ist dann in Amerika in guten, in geborgenen Verhältnissen in Kalifornien gestorben. Mhm.
Wenn der Doros Kromer so wohlhabend war hier auf dem Schwarzwald, hat er dann nicht seinem Lieblingssohn irgendwas vererben können? Hier ist die Stelle, die Gratwanderung eigentlich dieses Mannes darstellt. Der Heinrich Ernst hat sich schon in frühen Jahren, trotz der Hilfe seines Vaters, sein Vater hätte ihm mit Sicherheit eine Rente ausgesetzt, dass er über sein Leben hinweg hätte leben können. Heinrich Ernst Kromer hat sich in ganz jungen Jahren auf eigene Füße gestellt. Er hat gesagt, ich bin ein Künstler und ich will der Welt beweisen, dass ich mich selbst ernähren kann. Und hat alle möglichen knechtischen Arbeiten gemacht. Er hat von seinem Vater kein Geld gewollt. Der Vater hätte das ganz bestimmt gemacht. Er hat niemals bei Verwandten oder bei Riedern hat er irgendwo Unterstützung gesucht. Er hat auch die Gegend hier bis zu seinem Lebensende gemieden. Er hat sich in Konstanz, wo er sich ja nun schon sehr früh, 1912, niedergelassen hat, da hat er ein Zimmer gehabt und hat dort als Krauterer hat er gewohnt. Er hat ständig Geld aufnehmen müssen in Konstanz. Er hat aber seinen Verwandten und seinen Bekannten gegenüber, hat er immer so getan, wie wenn er wohlhabend wäre, wie wenn er kein Geld bräuchte, wie wenn es ihm gut gehen würde. Und wenn er mal nach Riedern gekommen ist, hat er allen Verwandten erzählt, ich bin jetzt ein berühmter Mann, ich bin ein Künstler, von mir redet man, ich bin am Rundfunk beschäftigt, meine Bücher, die sind von allen möglichen Geistesgrößen der damaligen Zeit, sind die anerkannt, nicht wahr? Ich habe genug, ich brauche von den Verwandten nichts. Wie steht es denn eigentlich mit der Wertschätzung und dem Nachlass vom Heinrich Ernst Kromer jetzt in seiner Heimat, mit der er ja offenbar ein bisschen geschmollt hat? Sie haben von 1000 Bildern gesprochen, die aber im Besitze sind eben der Öffentlichkeit, also der Stadt Waldshut. Des Landkreises Waldshut. Des Landkreises Waldshut. Die müsste man doch irgendwo und wann einmal sehen können, oder? In Riedern am Wald. Das war meines Wissens 1975. Habe ich eine größere Schau im Kloster in einem wunderschönen Gewölbe, in einem Kreuzgewölbe. Übrigens in dem Raum, in dem früher die Volksschule drin war, mit ein paar Schülern, nicht? Eine Ausstellung gemacht. Und diese Ausstellung wurde mit enormem Pomp, Blasmusik, mit Reden eröffnet und hat, wenn man dem Buch Glauben schenken will, etwa 800 Besucher eingebracht in den 4 Wochen. Der Eintritt war frei. Eigentlich wäre es das Richtige gewesen, dieses Gewölbe, dieses schöne historische Gewölbe des Klosters, als ein Kromer Museum gerade in dem Zustand der Ausstellung stehen lassen. Ja, ich habe da versucht, die besten Arbeiten auszustellen. Mhm. Meinem Ansuchen wurde nicht stattgegeben. Kommerzielle Gründe haben eine große Rolle gespielt. Für Kultur ist auf den Dörfern kein Platz. Und man hat dann schließlich, ich habe die Ausstellung dann wieder abgebaut. Und das Haus ist heute wieder eine Lagerstätte für Möbel. Kurz und gut, der Nachlass ist heute magazinisiert. Der schlummert irgendwo in einem Schuppen, vielleicht heute in Bonndorf, ich weiß es nicht, im Magazin. Aber wir haben heute die Menschen nicht mehr, die mit diesen Dingen umzugehen wissen. Die Leute von der Administrative sind Leute, die sich in der Verwaltung auskennen, und andere Dinge, die sind eben unwichtig. Und weil die unwichtig sind, vergisst man sie. Ich meine, dass Heinrich Ernst Kromer heute mehr als vorher vergessen ist. Und ich erinnere mich noch der schrecklichen Sprüche, die gemacht worden sind anlässlich der Eröffnung in Riedern, wo zum Beispiel gesagt worden ist, jetzt ist dieser große Künstler. Also überhaupt nicht stimmt, Heinrich Ernst Kromer ist kein großer Künstler. Aber er ist ein Künstler, der sich sehen lassen kann. Jetzt ist dieser große Künstler, hat es geheißen, endlich der Vergessenheit entrichtet entrissen. Und entrissen
und er ist in Lettern ist festgehalten und so weiter. Mir ist fast schlecht geworden, was da alles für ein Quatsch verzapft worden ist. Mhm. Kurz und gut, in Riedern am Wald ist er vergessen. Mhm. Und im Landkreis Waldshut auch. Zu Unrecht ist er vergessen, der Heinrich Ernst Kromer. Er war seinem Vater irgendwie ähnlich. Nur dessen Glück fehlte ihm auf der beschwerlichen Reise durchs Reich der Malerei und der Literatur, wo dem begabten, aber stets zweifelnden Künstler kein Platz gegönnt sein sollte. In keiner Literaturgeschichte war er verzeichnet, obgleich seine Amerikafahrt, sein Hänfling von Franz Masaryl illustriert, seine Ausreißerberichte und weitere Erzählungen durchaus beachtliche Leserkreise erreichten. Erst in diesem Jahr, 1980, erscheint Heinrich Ernst Kromer in einem Nachschlagewerk über Dichter, die zugleich Maler waren. Neben Hermann Hesse, Max Dautendey, Else Lasker-Schüler, Hermann Löns und anderen sind ihm 3 Seiten mit Abbildungen gewidmet. Erschienen ist das Buch in der DDR, eine Lizenzausgabe auch in Stuttgart. Mittlerweile will auch der Stackmann Verlag München die Amerikafahrt wieder herausgeben, knapp 40 Jahre nach der letzten Auflage. Auch der südbadische Deifelsgeiger Verlag interessiert sich für den authentischen Abenteuerbericht. Zu wünschen wäre, dass dem Malerpoeten Heinrich Ernst Kromer somit die Ehre zuteil wird, die ihm zu Lebzeiten vorenthalten blieb. Auch seine winzigen, oft rührend ungelenk gemalten Bilder, die aber voller Atmosphäre sind, verdienten, entstaubt und ausgestellt zu werden. Heinrich Ernst Kromer hätte, wenn es nach seinem Vater Dorus gegangen wäre, gleich Künstler werden sollen. Doch der Sohn setzte seinen Dickkopf dagegen, um dann doch auf dem Umweg über Jurastudium und Journalismus als Autodidakt zur Malerei zu kommen. Es scheint, als habe der Vater, der Amerikafahrer, mit seiner übermächtigen Persönlichkeit den Sohn zum Widerspruch gereizt und mithin in ein schweres Schicksal gedrängt. Bei diesen Bemerkungen zum eigentlichen Autor unserer Sendung möchte ich es bewenden lassen. In der Hörzeit aus dem Landesstudio Freiburg brachten wir heute das Hörbild »Ein Schwarzwälder Glücksritter in Amerika – Die Abenteuer des Dorus Kromer im Wilden Westen«, erzählt nach dem Buch »Die Amerikafahrt«
von Heinrich Ernst Krohmer. Die Personen und ihre Darsteller waren Doris Krohmer und Erzähler Eberhard Beck, Kernbold, Doris Freund, Paul Heid, Rucktäschel, ein Kamerad im Goldland, Wolfgang Grass, Marie, Doris Braut, Ingeborg Schäfer, Wirtin, Claire Limenzel. Ferner wirkten mit Christel Körner, Brigitte Köbele, Eugen Burkhardsmeier, Matthias Spranger, Harald Rösch und Thomas Lehner. Musik, Spiel und Gesang kamen von Roland Kröll. Die Originaltexte der Auswandererlieder aus dem vorigen Jahrhundert fand Barbara James im Deutschen Volksliedarchiv Freiburg. Über Heinrich Ernst Krohmer, den Herausgeber des Buches »Die Amerikafahrt« aus den Goldgräberjahren eines Schwarzwälders, sprach Elmar Zimmermann aus Stühlingen. Ton und Technik besorgten Friedlinde Beetz und Heinz Hägele, Endmontage Elisabeth Schmidt. Regie und Redaktion Thomas Lehner. Sie hörten eine Produktion des Landesstudios Freiburg des Südwestfunks. Es meldet sich nun wieder Baden-Baden.